was ich euch noch zeigen wollte, ist, also, dass die Goethestraße, ja, haben wir ja gesagt, Landstraße beginnt. Das ist auch noch Goethestraße hier. Aber jetzt dann gleich, nämlich jetzt genau, hier ist der Europaplatz. Ja, das ist alles Europaplatz hier. Hier auf der linken Seite ist Europaplatz 1a. Ja. Das Haus Europaplatz 1 tatsächlich ist das Design Center. Europaplatz 2 ist das Courtyard Marriott Hotel. Europaplatz 3 hier vor uns das ORF Landesstudio Oberösterreich. Dann haben wir auf der linken Seite, bitte geradeaus, auf der linken Seite die Raiffeisen, das kleine Gebäude, hier ist diese Frank Villa, wie ich vorher gesagt habe. Dann ist also hier dann wieder das Raiffeisen. Dann haben wir die Unica, das ist Europaplatz 5. Dann der nächste Eingang ist Europaplatz 6, 7, 8 und 9 und da hinten ist das AMS Landesbüro Oberösterreich. Ja? Hier ist eine Landesstelle Oberösterreich vom AMS. So, Achtung, das lachsfarbene Haus hier auf der linken Seite, das hat Goethestraße 91. Okay? Also hier geht die Goethestraße dann wieder weiter. Wir fahren bitte bis zur dritten Ampel und biegen dann links ab. Hier sehen wir auf der linken Seite die Turmhülltankstelle, die haben wir heute schon einmal gesehen. Ja? Da sind wir nämlich von rechts heraufgekommen. Wenn wir geradeaus weitergefahren wären, also in unserer Perspektive aus jetzt hier nach links, kommt man in die Dagutstraße hinauf ins Krankenhausviertel. Krankenhausviertel deswegen, weil da oben nahezu jedes Krankenhaus ist. Ja? Wir haben Landesfrauen- und Kinderklinik, wir haben das AKH, wir haben das Unfallkrankenhaus, wir haben das Diakonissenkrankenhaus. Was wir da noch nicht haben, ist das Elisabethinenkrankenhaus, auch nicht die Brüder, auch nicht die Schwestern, kommen wir später noch hin. Ja. Aber da oben ist alles benannt, was man so braucht, krankenhaustechnisch. Ja. Und was da oben auch noch ist, ist der Campus der medizinischen Fakultät. Der wird dort gerade gebaut. Schauen wir mal, wie weit das schon sind, wenn wir dann sehen. Wir fahren jetzt noch ein Stück weiter bis zur nächsten Ampelkreuzung und biegen nach links ab in die Garnisonstraße. Auf der rechten Seite hier die FH Oberösterreich Campus.